control. Hey Freunde, Schmaluten ist wieder back am Start. Mit dabei heute eine neue Runde Minecraft Ender. RiviSG. Ich habe gerade eben schon eine Runde gespielt und da war natürlich Survival ZZ dabei. Und ich war eigentlich besser equipped als er, aber na klar, er hat natürlich so einen Überping des Todes, also er hat die Hitrange over 9000 gehabt. Und ja, dann wurde ich getötet. Nicht schön, aber kann man nichts machen. So, 10 Sekunden geht's los. Und da geht's auch schon los. Mit der RiviSG. Kapier nicht, warum der mich so gerackt hat. Der hatte sogar nur noch 3 Herzen. Das heißt, ich hätte ihn fast machen können. Aber nee. Er hat so wirklich den krassen... Er hat krasse Hits verteilt. Er hat nicht gescrittet. Oder wie es denn halt ein guter Spieler gemacht hätte. Nee, er hat einfach auf seinen Ping vertraut. Und sein Ping hat ihn gerettet. Schön, da habe ich mal ein bisschen dreistig abgestaubt, aber sorry, Friends. Und da gehe ich gleich mal hier diese Pyramide runter. Und da hole ich mir eine bessere Hose. Ist nichts Besseres, doch eine Angel. So, komm her, mein Freund. Habe ich einen Kompass? Nee, aber ich habe Direktheilungstränke. Die sind immer sehr schön. Und ja, wir spielen hier Team verboten. Ich habe auch vorhin sogar eine Runde gegen Teams gespielt, die in seinen Teams erlaubt waren, aber im Deathmatch geteamt haben. Kann ich leider nicht reporten. Wenn ihr Team das seht, ihr seid Bastarde und Hurensohn zugleich. Ja. Das muss ich erstmal sagen. Als zweites muss ich sagen, ich hatte einfach mal wieder Bock auf RiviSG, weil dort sind die Spieler ein bisschen leichter. Es verbleiben 4 verbleibende Spieler. What? Dann ist ja schon ein Deathmatch. Wollt ihr mich veräppeln oder was? Wir gehen auf jeden Fall mal hier lang, gucken, ob da hinten alle Kisten gelootet sind. Versuchen mal die Angel-Kombo. So, vermutlich haben die einen schon Diabrustplatten und sowas. Da habe ich nämlich vorhin einen getötet. Genau, dann kam dieser X-Survive einfach. War schade. Aber GG an dich, mein Freund. Kannst gut spielen. Aber auch. Und ich will jetzt auch keinesfalls schlechter Verlierer sein. Ich bin nur ärgerlich über mich selbst, dass ich das fast nicht geschafft habe, weil anscheinend, wie es sich angehört hat, ist eine ziemliche Legende unter Spielern hier. Oh, da sammle ich noch eine Pfeil ein. So. Ich würde sagen, ich bin standardmäßig ganz gut ausgerüstet. Ich will aber trotzdem noch die Kiste holen. Zu holen. Und natürlich keiner will rausgehen, weil jeder weiß, dass man sonst abgestaubt wird. Ich gehe raus. Und ich will dem seine Pfeile haben. Ah, der Aim ist nicht da. Und natürlich wird der dritte gleich kommen und abstauben. Boah, yo. Was? Ich habe die Runde gewonnen. Nice. GG. Boah, krass. Ach, das war nur noch ein Spieler da. Auch dann hätte ich doch den Bogenfight noch weiterführen können. Naja, schade. Ich bin natürlich auf Revienzeit kein... Warte, was hat er geschrieben? Ah, ich werde in die Lobby zurück teleportiert. Das hat er geschrieben. Ich würde sagen, es war nur eine ganz gute Runde. Richtig geil, dass ihr am Ende noch in die Kiste reingeguckt habt, weil ansonsten hätte ich nicht die Diabrust gehabt und der hatte
ganz gut ist. Hier können wir mal sehen, hier kann man Map-Voting. Ich nehme Isla del Rosa, weil das hört sich nach einer ganz schönen Map an, weil Vulkan of Death. Na, wobei, ich nehme lieber Vulkan of Death. Weil Vulkan of Death, das kenne ich schon von Dustin Sea, glaube ich, gab es das auch dort. Ich weiß nicht, bin mir nicht mehr genau sicher. Jedenfalls versuchen wir diese Runde ebenfalls zu gewinnen, wie die gerade eben. Ah, die Kombo hat der mir natürlich reingedrückt. Ich hatte zum Glück Heiltränke, aber ja, kann man nichts machen. Tut mir leid, das gehört zum Spiel dazu. Brotstock, einer der wenigen Premium-Spiele auf Revenzeit, weil im Gegensatz zu Gomme ist es auf Revenzeit so, dass nicht so viele Leute Premium spielen, da man selten gekickt wird, selten sowas braucht, weil hier nicht so viele aktiv spielen. Blablabla. Bla, bla. Und die Premium sind dann auch meistens die Kings. Also ich habe Angst vor diesem Brotstock schon. Und leider hat Isla del Rosa gewonnen. Also, dann hotten wir gleich mal aufs Schwert. Weil ich habe... In 10 Sekunden geht's auch schon los. Ja, ich bin in Teams verboten gegangen. Werde ich aber wohl sein. Ja, bin ich. Warum gucke ich nicht einfach aufs Scoreboard auf der Seite? Da sind zwei Spieler. Was? Ja, genau, 0,5 Herzen. Ich liebe es, wenn sowas passiert. Ah, Mann, schade. Ganz knapp, wirklich. 0,5 Herzen. Na, kann man nichts machen? Was? Die fängt jetzt in 52 Sekunden an. Ich würde sagen, wir sehen uns nach einem kurzen Cut wieder. Und da sind wir auch schon wieder in der nächsten Runde. Also in derselben Runde wie gerade eben. Also, wie wir in der Lobby waren. Aber es hat hier so lange gedauert, deswegen habe ich hier gecuttet. Und... Upsala. Und... Kistenlooten, Eisenschwert. Eisenschwert. Hui. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Ein Eisenschwert, das macht immer schön viel Damage. Und ich habe es mir auf die Eins gehauen. Oh, gut, die sind weit weg, die Gegner. Weil ich will noch keinen Kampf. Ich will natürlich... Jetzt, wo ich so ein schönes Eisenschwert habe, will ich auch eine schöne Rüstung haben. Dann bin ich richtig stark am krass am Start, meine Freunde. So. Ah, Kettenhemd habe ich leider schon. Schade. Ich habe hier natürlich keine gewöhnliche Route. Und der rennt ja natürlich weg. Wie wär's noch sonst? Na klar, renn doch nicht so weg, Junge. Das ist dein fucking Ernst. Du leckst doch noch herum. Ich krieg dich schon noch. Es sei denn, irgendeiner kommt von der Seite. Denkt der sich so... So, Junge, ich bin voll. Und du leckst wie Scheiße. Könnte es sein? Lol. Wie hält er noch so viele Schläge aus? Digga. Richtig mies. Und da ist einer. Hat er Equip für mich. Den will ich mit ein paar Hits weghauen. Nice. Und dann gehe ich mal nach dort hinten. Versuche noch ein paar Patronen zu looten. Und ja. So, Truhe, ist da was drin? Ein Dia, nicht schlecht. 21 Pfeile, boah. Richtig bosshaft. Na toll. Was willst du machen hier? Ja, genau. Ich konnte nichts machen, Mann. Was ist denn das für eine Scheiße? Alter. Alter. Fuck. Nein. Ja, guck mal hier. Ich habe mich morgen im Kopf. Nee, warte, ich muss den noch schnell ändern. Und zwar ein Zombie.
Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, auch wenn ich sie ziemlich versaut hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und vielleicht auch ein Abo, weil dann verpasst ihr keins mehr von diesen Videos. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Schmalut.